go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Okay, das war etwas viel Pathos, aber mal im Ernst. Der erste Schritt Neil Armstrongs auf dem Mond hat für kurze Zeit die gesamte Menschheit vereint. Hat sie den Kalten Krieg vergessen lassen? Ist eine ganze lunare Kolonie eventuell das Projekt, welches wir gerade heute mehr denn je brauchen? Wir glauben, das Jahr 2018 verträgt ein bisschen Pathos und Wissenschaftsromantik. Aber werden wir mal sachlich. Wenn wir ein derartiges Konzept heute vorstellen, dann müssen wir prinzipiell zwei Fragen beantworten. Warum wollen wir Menschen auf dem Mond siedeln? Und was bietet uns dieser leblose Stein, was wir nicht auf der Erde haben? Zweitens, wie lässt sich so eine Mondkolonie überhaupt umsetzen? Was sind die ersten Schritte? Welche Ziele kann man bzw. muss man ins Auge fassen? Wir beantworten heute beide Fragen. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Warum kann der Mond lohnenswerter Ort für eine Kolonie sein? Ich wette, viele von euch hatten schon bei der Einleitung die Worte Helium-3 auf den Lippen. Die Kombination von Mondbasis und Helium-3-Abbau ist mittlerweile so vertraut, dass wir uns gar keine Gedanken über anderweitige Möglichkeiten machen. Also vorweg einige Worte zum besagten Helium-3. Helium-3, das ist ein Isotop von Helium-4. Im Unterschied zu diesem besitzt es lediglich ein Neutron. Auf der Erde kommt Helium-3 nur in Spuren vor. Etwa 300 Helium-3-Atome auf 1 Million Helium-4-Atome. Da aber Helium-3 auf der Erde für medizinische Diagnostik und für Neutrino-Detektoren genutzt wird, kommt es zum recht exorbitanten Preis von mehr als 10 Millionen Euro pro Kilogramm. Fast 30 Mal teurer als Gold. Helium-3 wäre auch ein extrem sinnvolles Material für Fusionsreaktoren. Im Gegensatz zu den aktuell genutzten Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium produziert Helium-3-Fusion eine hohe Energiemenge, ohne dabei das umgebende Material radioaktiv zu machen. Allerdings ist Helium-3-Fusion aktuell technisch gar nicht vorstellbar, da die nötigen Temperaturen ungleich höher liegen als bei Wasserstofffusion. Erinnern wir uns, auch im Inneren eines Sterns beginnt Heliumfusion erst, nachdem nahezu aller Wasserstoff aufgebraucht ist und die Kerntemperatur, die 15 Millionen Grad des Sonnenkerns, weit übersteigt. Auf dem Mond schätzt man die Vorkommen an Helium-3 ungleich höher ein als auf der Erde. Ein Abbau jedoch erfordert die Verarbeitung von etwa 150 Millionen Tonnen Mondgestein, wir nennen ihn Regolith, für eine einzige Tonne Helium-3. Und dessen irdischer Preis würde vermutlich rapide sinken, wenn es tonnenweise vom Mond geliefert würde. Hier verwenden wir mal ein kurzes Bildzitat aus dem Film Moon, den wir bereits an anderer Stelle empfohlen haben. Ein schönes visuelles Beispiel, welche Dimensionen solche Abbauunternehmungen annehmen müssten. Was gibt es denn sonst noch in der Mondkruste zu holen? Die obere Schicht besteht zu großen Teilen aus Silikaten. Andere wichtige Elemente sind Aluminium, Eisen, Magnesium und Titan. Wir finden auch Gold und Platin. Die Zusammensetzung ist unspektakulär und lässt Mondbergbau wenig profitabel erscheinen. Alle diese Elemente gibt es auch auf der Erde und der Abbau hier zu Hause ist um Größenordnungen leichter. Sie werden natürlich eine gewichtige Rolle bei der Errichtung einer Mondkolonie selber und allen späteren Bautätigkeiten spielen. Der Mond hat nicht viel zu bieten, aber vielleicht haben wir die falsche Frage gestellt. Vielleicht müssen wir nach den Dingen fragen, die der Mond nicht hat. Und da fallen sofort zwei Dinge auf. Der Mond hat keine Atmosphäre und keine nennenswerte Gravitation. Und das sind tatsächlich die wertvollsten Ressourcen, die uns der Mond aktuell bietet. Bei einer Gravitation, die lediglich etwa 16% der Erdgravitation entspricht und quasi ohne atmosphärischen Luftwiderstand, sind Raketenstarts ungleich einfacher und kostengünstiger als von der Erdoberfläche.
Die Fluchtgeschwindigkeit auf der Erdoberfläche ist etwa 11 km pro Sekunde. Auf dem Mond reduziert sich dieser Wert auf ca. 2,4 km pro Sekunde. Damit ist der Mond im Grunde eine Raumstation vor unserer Haustür. Er könnte Basis sein für alle größeren Unternehmungen im Sonnensystem. Etwa den Bau von O'Neill-Zylindern oder gar eines Dyson-Swarms. Er wäre eine solide Ausgangsbasis für eine industrielle Verwertung des Asteroidengürtels und natürlich für eine Besiedlung des roten Planeten oder der Venus. Venus, wirklich. Wir besiedeln den Mond also primär, um eine Ausgangsbasis für eine effizientere Erforschung und Erschließung des Alls zu haben. Besiedeln ist hier an sich auch das falsche Wort. Anders als beim Mars ist ein Transfer vom Mond zur Erde leicht zu bewältigen. Und der von der Erde zum Mond, in zumindest absehbarer Zukunft, keine titanische Aufgabe mehr, wenn wir etwa an die aktuellen Fortschritte von zum Beispiel SpaceX denken. Eine derartige permanente Präsenz auf dem Mond ist prinzipiell leichter zu bewältigen als die Marskolonie, von der aktuell so viel zu hören ist. Er liegt in der Nähe der Erde und auch die Kommunikation mit der Missionskontrolle ist nahezu in Echtzeit möglich. Die Aufgaben sind durchaus ähnlich. Wir müssen zunächst die Grundbedürfnisse der Menschen versorgen. Und dazu gehören Wasser, Sauerstoff, Nahrung, Energie, geschützter Wohnraum und Baumaterial. Wasser scheint in großer Menge, insbesondere in den Kratern der Polregionen, vorzukommen. 2010 vermeldete die indische Chandrayaan-Mission, dass sie insgesamt 40 permanent im Schatten liegende Krater in der Nordpolregion entdeckt hatte, welche insgesamt mehr als 600 Millionen Tonnen Wassereis enthalten könnten. Damit wären sowohl Wasser- als auch Sauerstoffversorgung sichergestellt. Und Wasser ist der mit Abstand bedeutendste Rohstoff. Wir benötigen Wasser zum Trinken, klar, für die Nahrungsproduktion und wir können daraus sogar Sauerstoff und Raketentreibstoff erzeugen. Die Polregion ist auch gut geeignet für die Energieversorgung. Sie bietet Bereiche, welche zu über 80% der Zeit unter Sonneneinstrahlung stehen. Anders als etwa ein beliebiger Ort in den Maria, welcher 14 Tage Sonnenlicht hat, auf dem es dann aber 14 Tage lang Nacht ist. Das reicht natürlich noch nicht. Hier müssen spannende und innovative Konzepte her. Etwa Sonnentürme, welche Länge der Sonne ausgesetzt wären. Mobile Sonnenfarmen. Die Rotationsgeschwindigkeit des Mondes am Äquator entspricht der eines zügigen Fußgängers. Mobile Sonnenfarmen könnten mit dem Licht mitreisen und ihre Energie per Laser an die Basis übertragen. Am besten geeignet wäre natürlich Fusion. Ein zuverlässiger Fusionsreaktor könnte eine gewaltige Mondbasis auf lange Zeit hin mit Strom versorgen. Habe ich schließlich Wasser, Strom und Sauerstoffversorgung sichergestellt, dann bleibt die Suche nach einem Habitat und die Produktion von Nahrung. Habitate können vermutlich am besten in natürlichen Lavaröhren angelegt werden. Diese durch frühere Vulkanaktivität entstandenen Röhren sind teils sehr weitläufig, mit Durchmessern von Dutzenden von Metern. Sie bieten Schutz vor Meteoroiden, aber vor allem vor kosmischer Strahlung. Sie erlauben auch potenziell ein gewisses Maß an Terraforming, wenn ich nämlich Höhenabschnitte versiegle und mit einer Atmosphäre sowie einem künstlichen Tageslichtzyklus versehe. Baumaterialien gewinnen wir schließlich aus dem Mondregolith, dem feinen, sandartigen Material, welches die Mondoberfläche bedeckt. Aus ihm ließe sich ein Baumaterial entwickeln, welches Lunacrete getauft wurde und welches aktuell aktiv erforscht wird. Die Komponenten von Lunacrete sind zum einen normaler Regolith, dazu ein kalziumreicher und nachbehandelter Regolith sowie Wasser. Zur Massenproduktion aber wäre eine erhebliche Infrastruktur nötig, insbesondere da der Guss von Ziegeln in einer Umgebung mit atmosphärischem Druck erfolgen muss. Im Vakuum der Mondoberfläche würde Wasser sonst schlicht sublimieren. Nahrung auf pflanzlicher Basis wird zunächst in hydroponischen Anlagen angebaut. Hier wachsen Pflanzen nicht in Erde, sondern in Wasserbädern in alternativen Umgebungen, zum Beispiel Steinwolle, und werden mit Flüssigdünger versorgt. Die Beleuchtung dieser Pflanzen erfolgt durch LED bzw. durch Spiegel, welches das Sonnenlicht in die Anlage hinein reflektieren. Wie also läuft eine Besiedlung des Mondes ab? Zunächst würde man in unbemannten Missionen einen geeigneten Bauplatz suchen. Polnähe, gesicherte Eisvorkommen sowie funktionale Lavaröhren, das sind notwendige Voraussetzungen. Ist ein Landeplatz gefunden, würde man über einige Jahre Vorräte und Ausrüstung in die Region transportieren. Menschen würden erst danach folgen. Die ersten Gruppen wären essentiell noch Astronauten. Physisch in Topform, geschult in einer breiten Palette von Fertigkeiten. Sie wären es, die eine erste Station errichten würden, mit aufblasbaren Habitaten, geschützt in einer Lavaröhre. Nächste Aufgabe dieser Astronauten wäre dann die Erkundung der Umgebung,
ein Sicherstellen der Stromversorgung, präzise Verortung von Rohstoffen und der langsame Ausbau der Infrastruktur. Insbesondere aber die Vorbereitung der Landung weiterer Kolonisten. Erst die nächsten Menschen, teils bereits Spezialisten in bestimmten Aufgabenbereichen und auch schon in größerer Zahl von 100 bis 200 Personen, würden sich größeren Projekten zuwenden. Primäre Aufgabe bleibt das Sichern des Überlebens, die Versorgung mit Nahrung, mit Energie, mit Wasser und mit Sauerstoff. Jetzt allerdings werden Bauvorhaben größer. Potenziell beginnt die Errichtung von Fertigungsanlagen für Lunacrete und Planungen einer ausgeweiteten Siedlung an der Oberfläche. Die Probleme eines solchen Unterfangens liegen natürlich auf der Hand. Die Energieversorgung muss stabil sein. Die Umgebung ist per se lebensfeindlich. Was wir hier nie hinterfragen, Wasser, Sauerstoff, atmosphärischer Druck, das ist auf dem Mond kostbar und aufwendig zu erzeugen und zu bewahren. Und dann bleibt da noch das Problem mit der Gravitation. 0,16 G führen langfristig auch bei harter körperlicher Arbeit und regelmäßiger sportlicher Aktivität zu Muskelatrophie und Knochenaufweichung. Lösungsansätze verlangen nach rotierenden Wohnelementen, die natürlich selbst bereits höchste Anforderungen an die Produktionskapazität der jungen Mondkolonie stellen. Mit anderen Worten, eine Mondbasis ist eine gewaltige Aufgabe, die technologisch zumindest umsetzbar ist, aber eben auch gewaltigen Einsatz verlangt. Finanziell und auch auf menschlicher Seite. Was wir aber gewinnen können, ist ein Tor zum Weltall, eine Basis für die Produktion von Treibstoff, für die Vorbereitung interplanetarer Missionen und mit einem Massetreiber die Möglichkeit für nahezu kostenfreie Raketenstarts von der Mondoberfläche. Bereits heute nehmen wir eine Fülle von internationalen Aktivitäten rund um den Mond wahr. Während der von Google ausgerichtete Lunar X Prize in diesem Jahr ohne Gewinner zurückgezogen wurde, sind viele staatliche und private Missionen in Ausführung oder Planung. Die NASA etwa wird 2019 mit dem Lunar Flashlight und Lunar Ice Cube die Suche nach Wassereis fortsetzen. Die russische Raumfahrtorganisation Roskosmos plant Lunaglob, 4 Missionen im nächsten Jahrzehnt, die vor allem Technologien für eine zukünftige Mondbasis entwickeln sollen. Zusammen mit China, Indien, Japan und anderen läuten diese Missionen ein neues Space Race ein. Ein Rennen auf die erste Mondbasis. Und wenn ihr solche Themen ähnlich spannend findet wie wir, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Wir machen mit diesem Beitrag übrigens auch bei der Fast Forward Science Ausschreibung mit. An dieser Stelle Grüße an alle, die uns von dort aus zuschauen. Wir sagen wie immer, danke fürs Zuschauen und in diesem Sinne 42.